Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde, bei X-Train 24, Ihrer Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Ja, und mit Zubehör gebe ich mir ja gerade wieder mal das richtige Stichwort, denn heute habe ich Ihnen ein paar nützliche Helferlein aus unserem Zubehörprogramm mitgebracht. Ja, und diese nützlichen Helferlein richten sich vor allen Dingen an diejenigen, die eine EKOS Digitalzentrale ihr eigen nennen. Ja, und ein wichtiges, nützliches Teil, nämlich die Ablage für diese EKOS, habe ich bereits hier schon vor mir stehen. Haben wir schon etwas länger im Angebot. Es wurde auch schon sehr rege Gebrauch davon gemacht, aber es kann ja nicht schaden, wenn ich es Ihnen trotzdem nochmal vorstelle. Diese Ablage ist für die EKOS 50210 und für die EKOS 50200 gedacht, mit unserer Artikelnummer XSF 30. Sehr praktisch und gleichzeitig komfortabel ist diese Ablage mit einem Neigungswinkel von ca. 40 Grad, die auf der Anlage verschraubt werden kann. Ich zeige Ihnen mal die Bohrungen dazu. So, mit diesen vorgefertigten Bohrungen können Sie also, wie gesagt, ganz leicht diese EKOS auf Ihrer Anlage verschrauben. Bitte um Gottes Willen, liebe Freunde, die EKOS nicht mit der Halterung verschrauben, sondern die Bohrung, die Löcher, die hier drin sind, sind wirklich dafür gedacht, den Halter zu befestigen. Befestigen können Sie den Halter auf dem Tisch, auf der Anlage oder wo auch immer Sie die EKOS ablegen wollen, sicher ablegen wollen. Und dank des großen Neigungswinkels ist die EKOS auch von hinten mit den Anschlussmöglichkeiten nicht behindert und Sie können also auch die Kabel jederzeit, obwohl die EKOS sicher in dieser Ablage liegt, weiterhin rein- und rausstecken, so wie Sie es mögen. Und durch den entstandenen Hohlraum hier drunter lassen sich die Kabel auch relativ leicht verstauen und ein bisschen verstecken. Also, wie gesagt, diese EKOS-Halterung ist also das wichtigste Teil für alle EKOS-Benutzer, die und natürlich die, die es werden wollen, schwer zu empfehlen. So, dann habe ich natürlich Ihnen noch ein bisschen mehr mitgebracht. Leg das mal beiseite. So, mit der Artikelnummer XSF 39. Die etwas kleineren, unscheinbaren Teile, aber sind ebenfalls sehr, sehr praktisch. Einmal ist hier ein Unterlegkeil, den man entsprechend drehen kann. Und viele kennen das vielleicht von früher noch aus dem Auto, die ehemaligen Mobiltelefonhalter, als die Telefone noch etwas größer waren. Nein, das ist jetzt der Halter für die ESO Mobile Control 2. Die kann also hier einfach reingesteckt werden und mit Hilfe dieses Winkels auch entsprechend je nach Neigung angebracht werden. Kann ebenfalls sicher verschraubt werden am Anlagenrand oder an der Wand oder wo auch immer Sie ihr auf Ihre ESO Mobile Control 2 zugreifen wollen. Ein sehr nützliches, sicheres Teil. Wir sehen es auch gerade im Hintergrund. So sieht es dann aus, wenn dann die Mobile Control 2 in Ihrem Halter steckt. Also ich denke, mit diesem Teil sind Sie ebenfalls recht gut bedient. Klein, aber fein, sage ich immer. So, als nächstes haben wir, jetzt kommen wir zu den etwas größeren Teilen, was so ähnlich aussieht wie ein Netzteil, ist der sogenannte EKOS Boost, der Booster, der eigentlich ja auch immer als loses Teil mitgeliefert wird und dann sagen Sie ja, wo soll denn das nun hin, wie schraube ich das an? Es gibt viele Möglichkeiten. Für diejenigen, die also handwerklich nicht so gut drauf sind, gibt es dieses nützliche Teil, diese sogenannte Halterung für die EKOS Boost. Ist auch hier unten drunter, Sie sehen das, entsprechend mit diesen Kerben, die dann auch nahtlos reinpassen auf diesen EKOS Boost. Sie haben es ja gerade im Vollbild gesehen. Das rastet dann entsprechend ein. Und dann haben Sie wiederum zwei nützliche Bohrungen schon vorgefertigt, wo Sie dann praktisch diese EKOS Boost zum Beispiel unter der Anlage anschrauben können.
Die Halter sind so ausgelegt, dass sie jederzeit an Verkabelungen und Stecker rankommen. Das ist überhaupt kein Problem. Und sie behindern auch nicht die B- und Entlüftung Ihres Boosters. Also eine recht praktische Geschichte. Zwei solche Halter, Elkos Boost angeschraubt, fertig ist die Laube. Ja, dann habe ich noch ein paar Halter mitgebracht für Sie. Alles kleine, nützliche Teile, aber wie gesagt, sehr, sehr toll. Das sieht auch aus wie ein Halter. Und es sieht nicht so aus, es ist auch einer. Sie sehen es auch gerade im Hintergrund. Diese Halter sind für das Netzteil, die älteren Netzteile der Elkos gedacht. Also auch hier praktisch eingehangen. Auch hier sind die Bohrungen vorgefertigt, sodass also auch diese älteren Netzteile sicher an der Wand, unter der Anlage oder wo auch immer Sie das befestigen möchten, sicher verschraubt werden können. Das Gleiche gilt jetzt auch wie für die Elkos Boost. Es werden keine Leitungen behindert, es kommen jederzeit an die Leitung ran und auch die B- und Entlüftung Ihres älteren Netzteils ist gewährleistet, also auch kein Problem. Ja, und last but not least greife ich mal wieder zu zwei Haltern. Das sind nämlich die. Die sind etwas größer als die eben gezeigten, aber ja, ist der Vergleich, man sieht es. Auch für ein Elkos-Netzteil, nämlich für die neueren gedacht. Und auch hier gilt das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Für eine sichere Befestigung Ihres Netzteils neben, unter, auf oder wo auch immer. Zum Anschrauben Ihres Netzteils, wo Sie es halt sicher befestigen möchten. Sie kommen an jede Leitung ran. Die B- und Entlüftung ist auch hier sicher gewährleistet. Also kleine nützliche Helferlein, die bei uns im Programm neu sind. Was ich noch dazu sagen muss, liebe Freunde, ist, die Schrauben zum Befestigen dieser kleinen nützlichen Teile sind im Lieferumfang nicht enthalten. Das muss ich Ihnen gleich vorneweg sagen, weil ich das auch schon öfters gefragt worden bin. Schrauben, aber das hat ja jeder selber und jeder Modellbahner ohnehin. Ich reiche Ihnen die Teile nochmal rein. Das ist eigentlich das, was ich Ihnen heute kurz und schmerzlos vorstellen wollte, diese nützlichen Helfer, um Ihre Arbeitsgeräte, möchte ich mal sagen, sicher und ordentlich zu verstauen, dient auch sicherlich dazu, um einen sicheren Anlagenbetrieb zu gewährleisten. Das war's für heute, liebe Freunde. Das, was ich Ihnen in aller Kürze mal vorstellen wollte. Alle weiteren Infos und noch viel, viel mehr finden Sie natürlich auch auf unseren Seiten von Xtreme24. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen viel Freude mit diesen nützlichen Helfern und verbleibe bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig. Tschüss.